Lieben, heute gibt es eine leckere Kohlrabi-Kartoffelcremesuppe und was ihr dazu braucht, seht ihr wie immer in der Infobox. Dann lasst uns starten. Als erstes kommen die Kohlrabi, Kartoffel, das Wasser und die Gemüsebrühe in den Mixtopf. Also hier sind jeweils 400 Gramm Kartoffeln und 400 Gramm Kohlrabi. Dann brauchen wir 600 Gramm Wasser. Reicht nicht ganz. Dann kommt ein Teelöffel von der Gemüsebrühe oder ihr nehmt einen Würfel. Reicht es mir noch? Ich nehme immer einen gehäuften. Und das Ganze wird jetzt 25 Minuten 100 Grad auf Stufe 1 gekocht. So, die 25 Minuten sind nun rum. Jetzt kommt 60 Gramm Creme Fraiche. Zwei Prisen Muskat. Halber Teelöffel Salz. Und halber Teelöffel Pfeffer. Deckel drauf und das Ganze wird 20 Sekunden stufenweise von 4 bis 8 zerkleinert. Also 20 Sekunden vorrühren. Das war's. So, ich zeig mal, wie es aussieht. Jetzt wird die Kamera wahrscheinlich benebelt. So sieht's aus. Jetzt könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Und das war's. Viel Spaß beim Nachkochen und Genießen. Eure Anna.